Hallo zusammen, ich habe hier ein Pösel Wohnmobil und hier war wahrscheinlich mal ein MDC-Kühlschrank von Dometic drin. Da hat jemand den Kühlschrank ersetzt. Ein 85 N von Wemo hier reingeschoben. Der große Unterschied ist, beim Wemo ist das Kühlaggregat unten und beim MDC ist es oben. Das Blech habe ich schon mal mit Gewalt rausgerissen hier. Und jetzt habe ich hier noch ein Brett. Das Brett ist hier auch schön drin. Hier hat jemand auch sehr viel Silikon verbaut. Hier mit Klemmen. Aber das Aggregat hier unten, das kriegt keine Luft. Jetzt schneide ich mal das Brett raus hier. Ich habe hier ein Thermometer. Wir haben jetzt hier frischen Morgen 19 Grad. Und ich lege den Thermometer mal hier runter. Und lasse den hier so stehen. Also ich habe jetzt, die Sonde ist jetzt unten und ich habe hier jetzt schon mal, und jetzt lassen wir den Thermometer mal so laufen. Das Kühlaggregat ist frisch eingeschaltet. Der Kühlschrank ist jetzt warm. Und jetzt warten wir einen Moment. Ja, wir sehen jetzt hier von 19 Grad innerhalb von 5 Minuten ist das hoch auf 23 Grad. Und wenn wir jetzt das noch laufen lassen, dann steigt das noch mehr, weil hier hinten kriegt das Aggregat effektiv keine Luft. Also wenn ich jetzt, den lassen wir mal auf die Seite, das Brett hier mit sanfter Gewalt rausnehme, und hier auf der Seite das auch mit sanfter Gewalt rausnehme, dann sieht man sogar das Kühlaggregat. Und hier sieht man jetzt das Kühlaggregat. Ein bisschen staubig ist es hier, nein, geht. Aber so wird das Aggregat, wenn man das Brett einfach draußen lässt, wird das hier ein bisschen mehr Luft kriegen. Die Luft wird dann hier reinziehen und oben raus. Jetzt das Brett rausgerissen, jetzt kriegt er hier Luft. Man kann auch mal den Kondensator reinigen und ich habe euch vorher angelogen. Hier war kein MDC drin, sondern ein Absorberkühlschrank. Das sieht man auch hier, habe ich noch den Gasanschluss. Ja, aber es nützt nichts, einen Kompressorkühlschrank einzubauen und den keine Luft zu geben. Die Kühlergitter sind ja da. Aber dann zumachen, das hat effektiv keinen Sinn, keine Funktion. Er wird jetzt kühlen. Hier mache ich euch ein Video über den MDC-Kühlschrank und ich wünsche euch einen schönen Tag.